Vierzimmerloft, ähnliches Dachgeschoss in der Sanierung. Wohnung mit Parkettlaminat und Fliesen ausgestattet. Wenn wir hier reinkommen, kommen wir natürlich gleich in die Küche und in das kurze Dielenbereich. Wir fangen aber mal gleich an. Ganz rechts haben wir ein Zimmer, natürlich auch gespachtelte Wände. Zimmer westseitig. In der Sanierung. Natürlich wie überall gefordert bei neuen sanierten Wohnungen der Brandmelder drin. Wie gesagt, es ist eine Vierzimmerwohnung, Dachgeschoss. Wenn wir aus dem Einzimmer kommen, haben wir geradezu den Garderobenbereich, den natürlich auch mit Feuermelder, Sportsachen, Schuhe, Jacken, Taschen, geht da alles schön hin. Das nächste Zimmer westseitig, das wir halt sozusagen, wenn man als WG nimmt, eine Dreier- oder Vierer-WG. Hier haben wir halt abends die Sonne oder wir haben die Sonne, wenn die noch ein bisschen höher steht und die von den Fenstern drüben kommt, dann ist hier genauso hell, als würde die Sonne scheinen ins Zimmer. Blick ins Zimmer. Vom Fenster aus gesehen. Jetzt gehen wir durch das kurze Dielenbereich wieder durch. Rechts in die Wohnküche, das sind ca. 20 Quadratmeter. Das ist einfach nur der absolute Traum. Gehen wir ins dritte Zimmer westseitig. Natürlich auch die abgezogene Balken. Neue Kastentüren, alles neu saniert, gespachtelte Wände, einfach nur ein Traum, wunderschöne Wohnung, wunderschöner Altbau. Und heute, wie gesagt, mal die Sonne im Herzen, Gott sei Dank, Blick ins dritte Zimmer. Vom Fenster aus, Dachgeschoss, wunderschön. Das wie gesagt ostseitig, jetzt haben wir hier einen wunderschönen Blick nochmal ins Wohn- und Essbereich von ca. 20 Quadratmeter oder 22 sogar, weil die Diele ist ja nicht da, einfach nur ein Raum. Die Handwerker sind auch noch drin, weil ein bisschen was fehlt. Wir haben die Sonne natürlich ostseitig. Dann können wir sogar mal den Balkon aufmachen. Wunderschöne kleine Einfamilienaussiedlung. Natürlich gegen die Sonne am frühen Morgen.
Blick ins Gartenbereich da unten. Jetzt ein Blick. Ins Wohn-NS-Zimmer, Wohn- und Küchenbereich. Jetzt haben wir ein Schlafzimmer ostseitig, das heißt, sie stehen morgens mit der Sonne auf. Da bauen sie gerade die Tür ein hier. Dann natürlich auch schön, weil es ein Dachgeschoss ist, die Balken drin. Wie gesagt, wir haben hier vier Zimmer. Schöner Schlafbereich ostseitig. Dann kommt man, wenn man morgens aus dem Schlafzimmer kommt, aus dem holt man sich hier in der Küche halt den Kaffee oder Tee oder Saft, was auch immer. Geht halt schön auf den Ostbalkon in die Sonne, morgens schön den Kaffee trinken oder Tee oder Saft, was auch immer. Jetzt fehlt das Wichtigste noch. Wir haben einen Wannen- und Duschbad. Es liegt Gott sei Dank auch ostseitig. Großes Fenster, da hinten links sehen Sie das Handwaschbeckenbereich, Toilettenbereich als Vorhänge-WC. Hier links ist der Anschluss für die Waschmaschine, rechts daneben kommt das Wanne, die Wanne hin. Das, wie gesagt, wir haben Wannen im Duschbad, auch die schönen Balken gelassen. Und wir haben rechts drin das Duschbereich, schönes Wannen- und Duschbad, Vierzimmerwohnung, Dachgeschoss. Und dann sind wir durch das Vierzimmer-Dachgeschoss schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Nachmittag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bleibt gesund, tschüss.